Am 24. November diskutieren wir mit Jelda Tutan, der Vorsitzenden des Bundesverbands für Migrantinnen in Deutschland, und der Juristin Esma Çakır über Gewaltschutz und Frauenrechte im Kontext der letzten Legislaturperiode in Deutschland. Was ist passiert? Was ist demnächst zu erwarten? Wir diskutieren dieses Thema aus dem Standpunkt von Frauen mit Migrationsbiografie. Wie lassen sich diese Entwicklungen aus der Situiertheit und aus dem Standpunkt von Frauen mit Migrationsbiografien lesen? Gleichzeitig möchten wir uns anschauen, wie es Frauen in ihren Funktionen und Rollen in Spitzenpositionen mit der weltkonjunkturellen Entwicklung des Rechtspopulismus auf sich haben. Das und mehr am 24. November ab 8 Uhr abends über alle Social-Media-Kanäle von Jene Hayat Neues Leben. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme- und Diskussionsbeiträge.